Ich bin, weiß Gott, nicht immer einer Meinung mit der SPD, aber diesen Debattentitel und die Art und Weise, wie Sie fortgesetzt über diese Partei reden, will ich Ihnen nur eines sagen, meine Damen und Herren, ich will Ihnen nur eines sagen. Wenn Sie mal 80 Jahre in unsere Geschichte zurückdenken, dann saßen die Vorgänger dieser Abgeordneten damals im KZ, weil sie gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Und die geistigen Vorläufer von Leuten wie Herrn Repple sind im Stechschritt durchs Brandenburger Tor marschiert. So war es nämlich in Deutschland.